Ja, guten Morgen zusammen. Es wird der letzte Vortrag sein zu Barnabas, die letzte Predigt zu Barnabas, der Abschluss dieser kleinen Serie, die ich beginnen durfte im Januar, glaube ich, diesen Jahres. Und wir wollen uns heute nochmal drei Stationen in seinem Leben anschauen, die, denke ich, für uns alle sehr, sehr wichtig sind. Und das war ja schon eine Schlüsselperson, dieser Barnabas, für den Saulus, der zum Paulus werden durfte. Er war eine Schlüsselperson für die Gemeinde in Antiochien und er war auch eine Schlüsselperson für den Johannes Markus. Und genau diese drei Begebenheiten schauen wir uns nochmal etwas genauer an heute und denken darüber nach, was wir von diesen Begebenheiten lernen dürfen. Doch zuerst möchte ich starten mit einer Frage. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, folgende Frage an euch zu richten, nämlich wer der zweite Mann am Mond gewesen ist. Weiß das jemand? Ich habe diese Frage gestern auch am Mittagstisch meiner Familie gestellt und meine Frau sagt, weiß ich nicht, Buzz Aldrin. Und das war richtig. Buzz Aldrin war der zweite Mann. Kennt jemand den ersten? Neil Armstrong. Und wer war die arme Socke, die den Mond umkreisen musste? Nee, der war es nicht. Mike Collins hieß der. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, euch eine andere Frage zu stellen, weil ich mit der Frage bei meiner Familie schon nicht durchgekommen bin. Kennt jemand die Frau von Abraham Lincoln? Weiß jemand, wie die heißt? Die heißt Mary. Also ich wusste das vorher auch nicht. Jetzt nicht denken, dass ich das gewusst hätte. Ich habe das ganz bewusst mal ausgewählt. Auch mal Abraham Lincoln. Ich denke, es ist gut in diesen Zeiten auch mal einen guten amerikanischen Präsidenten vor Augen zu haben, der viel, lass mich das anders ausdrücken, das war vielleicht nicht ganz korrekt, einen Präsidenten vor Augen zu haben, der, was seine Lebensleistung anbetrifft, schon herausragend war, der die Sklaverei abschaffen durfte und der für seine Überzeugungen auch sein Leben gelassen hat, denn es war auch der erste Präsident, der durch einen Anschlag ums Leben kam. Seine Frau hieß Mary und die hat ihm, solange Abraham am Leben war und solange sie sich kannten, immer den Rücken freigehalten. Sie war recht gebildet, sie konnten also auch über Politik sprechen. Und das war ihm eine richtige Stütze. Aber wenn man in Washington ist, dann sieht man nur ein sehr schönes Denkmal von Abraham Lincoln, aber keins von seiner Frau. Und so ist das vielleicht auch manchmal, dass du denkst, mich, wenn jemand an die Gemeinde in Achenbach denkt, kennt keiner. Meinen Namen würde keiner mit dieser Gemeinde in Verbindung bringen. Und du denkst vielleicht, dass du nicht wichtig bist. Aber Abraham Lincoln hätte die Frage, wer denn die wichtigste Person in seinem Leben ist, wahrscheinlich mit seiner Frau beantwortet, mit seiner Mary. Und manchmal ist das eben so, dass man nicht im Rampenlicht steht, aber trotzdem enorm wichtig ist für jemanden. Und einer, dem das ähnlich ging, war eben dieser Barnabas, wo wir uns heute nochmal diese drei Dinge anschauen wollen. Nämlich einmal, wie wirkt er auf den Saulus? Wie wirkt er in der Gemeinde in Antiochien? Und welche Auswirkungen hat sein Dienst für den Johannes Markus? Und die waren enorm. Und trotzdem berichtet die Bibel relativ wenig über Barnabas. Wenn ihr mal darüber nachdenkt oder in einem Bibelprogramm nachschaut, es gibt 172 Vorkommen des Namens Saulus oder Paulus. Barnabas, wenn er das mal eingibt, kommt er gerade mal auf 28 Zähler. Also mehr als sechsmal so viel wird über Paulus berichtet oder kommt er mit seinem Namen vor. Und trotzdem war Barnabas im Leben dieses Mannes extrem wertvoll und ließ sich von Gott gebrauchen. Und nach der Beerdigung, die wir, war das letzte Woche, hatten von der Elfriede Fries, durfte ich mit zwei Brüdern ein Gespräch darüber führen,
dass wir wahrscheinlich im Himmel staunen werden, wie viele Geschwister auch in Achenbach, die wir nicht am Schirm haben, ganz, ganz großen Lohn bekommen werden für die Dienste, die sie tun, die aber niemand sieht, für das Gebet, was im stillen Kämmerlein abgeht, für den Besuchsdienst, der nicht an die große Glocke gehangen wird, für das Helfen in der Not bei Geschwistern, das niemand sieht, für das Einkaufen für eine Person, die es selber nicht mehr kann. Und mein Eindruck ist, dass Barnabas ebenfalls solch ein Mann war, der, wenn ihr so wollt, in der zweiten Reihe gestanden hat und gerne gestanden ist und dort gekämpft hat, und trotzdem wird sein Lohn, so denke ich, in der Ewigkeit groß sein. Barnabas war ein Sohn des Trostes. Schlagt mal mit mir auf Apostelgeschichte 4, Vers 36. Das ist die erste Erwähnung von Barnabas im Neuen Testament. Und das ist gerade zu Beginn, wenn sich die Gemeinden bilden und formen in Jerusalem. Und dort heißt es dann, Apostelgeschichte 4, Vers 36, Josef aber, der von den Aposteln auch Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung, ein Ermutiger. Und diesen Spitznamen bekam er von keinen Geringeren als den Aposteln. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass der Barnabas gelernt hat von seinem Herrn, von Jesus Christus. Vielleicht hatte er auch vom Apostel Petrus gehört, wie der Herr ihn ermutigt hatte, gerade auch nach seinem, nach seiner Verleugnung, nach den schwierigen Zeiten, die der Petrus erlebt hatte, als unser Herr Jesus zum Kreuz geführt wurde und er ihn dreimal verleugnet. Im Gethsemane schläft er dreimal ein. Und unser Herr Jesus hat den Apostel Petrus, den späteren Apostel Petrus, wunderschön aufgebaut. Er hat für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Er war für ihn da nach der Auferstehung. Er ist ihm als erstes erschienen und hat ihm Mut und Trost gespendet. Wie gut muss das dem Petrus getan haben? Und wie viel hat Barnabas von unserem Herrn Jesus lernen dürfen? Er hat sich umgestalten lassen von ihm und wurde ihm ähnlicher. Und Gott konnte ihn gebrauchen. Und seine erste Tat war dann als Levit, dass er seinen Acker, seinen Lebensunterhalt verkauft und ihn zu den Füßen der Apostel legt. Und vielleicht für die Bibelkenner unter euch, der Barnabas war ein Levit. Der gehörte zu einem Volk oder zu einer Gruppe bei den Juden, die von Levi abstammten, die für den Tempeldienst zuständig waren. Und er ordnet sich unter die Apostel, die mehrheitlich aus Galiläa kamen. Und die Juden hielten nicht viel von Leuten, die aus Galiläa kamen. Aber Barnabas hatte kein Problem damit, am Anfang seines Dienstes alles zu verkaufen und es den Aposteln zu Füßen zu legen. Und jetzt lasst uns mal anschauen, wie der Barnabas wichtig wurde für den Saulus. Apostelgeschichte 9. Könnt ihr ruhig mit mir aufschlagen. Ich denke, es ist gut, zum Abschluss darüber noch einmal nachzudenken, was der Barnabas mit seinem ganzen Leben ausgedrückt hatte, dass er ein Ermutiger war, ein Sohn des Trostes. Was für ein Spitzname. Wenn wir darüber nachdenken, vielleicht, welchen Namen würden wir uns geben oder würden andere uns geben? Der Barnabas war dieser Sohn des Trostes. Und vielleicht sitzt du hier und fühlst dich unbedeutend, sagst, auf mich kommt's nicht an, dann möchte ich dir zurufen, im Reich Gottes geht es nicht so sehr darum, wie du dich fühlst. Wir fühlen uns manchmal wirklich nicht gut, richtig bescheiden können wir uns fühlen. Aber es ist viel, viel wichtiger, was wir wissen, was der Herr für uns getan hat und wie er uns mit Gottes Kraft gebrauchen möchte für den Dienst an den Seinen, für den Dienst an der Gemeinde. Und Barnabas ließ sich gebrauchen. In Apostelgeschichte 9 erfahren wir, wie der Saulus zum lebendigen Glauben kommt. Eins der Verfolger der Gemeinde,
die er bis aufs Blut verfolgte, zu den Händen oder zu den Füßen des Saulus legten diejenigen, die den Stephanus gesteinigt hatten, seine Kleider ab. Er war nach Damaskus unterwegs, um Jünger Jesu gefangen zu nehmen und sie nach Jerusalem zu führen und sie und ihnen den Prozess zu machen. Er war ein Gesetzesgelehrter, aber auch, man hat den Eindruck, knallhart. Und jetzt kommt er und darf er zum Glauben kommen. Und Gott sagt über ihn, dieser soll mir ein auserwähltes Werkzeug sein. Und er fängt schon in Damaskus an, den Juden zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wird dafür verfolgt und er muss fliehen. Und jetzt kommt er nach Jerusalem, möchte sich gerne den Aposteln, den Jüngern Jesu anschließen, aber sie fürchten sich alle vor ihm. Und es ist verständlich, oder? Ich hätte mich auch gefürchtet. Könnte ja eine Falle sein. Der Barnabas aber darf durch Gottes Gnade tiefer schauen. Es heißt hier in Apostelgeschichte 9, Vers 26, als er aber nach Jerusalem gekommen war, Apostelgeschichte 9, Vers 26, als er aber nach Jerusalem gekommen war, das ist der Saulus, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Dieses Wort versuchen, versuchte sich den Jüngern anzuschließen, ist im Grundtext ein ganz starkes Wort. Es heißt so viel, dass er um jeden Preis gerne Gemeinschaft gehabt hätte. Um jeden Preis. Und dann heißt es hier aber weiter, und alle fürchteten sich vor ihm, Vers 26 am Ende, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Wie bitter muss das für den Saulus gewesen sein. Wie bitter nach dem allem, was er erfahren hat mit seinem Herrn in dieser kurzen Zeit. Und dann kommen ein paar unscheinbare Worte in Vers 27. Barnabas aber nahm sich seiner an. Barnabas sah tiefer. Er konnte sehen, dass tatsächlich der Saulus verändert war, dass das nicht mehr dieser knallharte Verfolger der Christen war, sondern dass er ein Erlebnis hatte mit dem Herrn. Es heißt weiter in Vers 27, Barnabas aber nahm sich seiner an, brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg dem Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Das alles macht der Barnabas. Dieses Wort nahm sich seiner an, heißt auch so viel wie nahm ihn bei der Hand, er schleppte ihn mit. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass der Saulus gar nicht so richtig mitgehen wollte, weil er sagte, die glauben mir doch eh nicht, Barnabas. Aber Barnabas ist es wichtig, dass die Apostel verstehen, dass Saulus nun ein anderer ist. Und wie gut wird das dem Saulus getan haben? Und denkt mal darüber nach. Wir haben 13 Briefe des Apostel Paulus. Mit der Apostelgeschichte, sagen wir mal ab Kapitel 13 bis 28, ist das mehr als ein Drittel des Neuen Testaments. Und ich denke, dass Barnabas da eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Und vielleicht sollten wir hier mal einen Moment innehalten und drüber nachdenken. Barnabas war für den Saulus wichtig. Und er hält in einer Zeit, wo niemand zu ihm hält, zu ihm. Und er steht zu ihm, wo alle anderen sich fürchten. Und hat vielleicht auch dafür gebetet, dass der Herr ihm den richtigen Blick für den Saulus schenkt. Dass er ihn den Jüngern vorstellen kann und dass er da nicht falsch liegt. Und er geht diesen mutigen Schritt mit dem Saulus. Und aus dem Saulus wird der Paulus. Es folgen 3 Missionsreisen, über 15 Jahre seines Lebens investiert der Apostel Paulus in die Missionsreisen. Zahlreiche Gemeinden werden gegründet, er besucht sie immer wieder, setzt Älteste ein. Er erleidet sehr viel Not, er wird geschlagen, gesteinigt, er erleidet Schiffbruch. Es geht bis an die Grenzen des Ertragbaren, aber Gott gebraucht den Paulus wie keinen anderen. Aber die erste und wichtige und entscheidende Begegnung ist die, die er mit dem Barnabas hatte. Und jetzt denk noch einmal nach, für wen kannst du wichtig sein? Wen kannst du ermutigen? Warte nicht bis morgen. Wen kannst du begleiten und immer wieder einmal nachfragen, wie es ihm geht? Und ich glaube, uns fallen schon Geschwister ein.
Für wen kannst du beten und es ihm auch sagen, dass du es tust? Denn das ermutigt auch. Kennst du eine Person, die in großer Not ist und deine Hilfe benötigt? Vielleicht kannst du selbst nicht helfen, aber du kennst jemanden oder den einen oder anderen, den du informieren könntest, der Hilfe schenken kann. Und vielleicht kennst du auch jemanden, der hier in unserer Gemeinde am Rande steht, so wie der Apostel Paulus, damals noch Saulus, am Rande der Jünger stand und nicht ran konnte, weil sie alle Angst vor ihm hatten. Und vielleicht steht hier auch jemand am Rande, den du kennst, und dann sei ermutigt und mit Gottes Kraft sprich ihn an, lad ihn ein und warte nicht darauf, dass es ein anderer tut. Es gibt eine Geschichte von Benjamin West. Das war ein amerikanischer Künstler, ein Maler. Und als kleiner Junge hat dieser Benjamin West ein Bild gemalt von seiner Schwester Sally. Und das Bild ist total misslungen. Er hat diese Geschichte des Öfteren erzählt. Aber als seine Mutter sein Werk sah, küsste sie ihn auf den Kopf und sagte: "Oh, das ist ja Sally." Und Benjamin sagt dann später darüber: "Dieser Kuss habe ihn zum Künstler werden lassen." Schön, oder? Welchen Einfluss haben wir Eltern auf unsere Kinder? Durch Ermutigung. Welchen Einfluss haben wir untereinander? Durch Ermutigung. Und wie schön ist das, wenn wir selbst einmal ermutigt werden? Und wie gut tut uns das? Und wie wertvoll ist das auch für unser Leben im Glauben? Ermutigung ist eine gewaltige Kraft. Und der Saulus hat das erlebt. Und ich glaube, wenn wir mal im Himmel sind und Zeit haben und dem Apostel Paulus fragen dürfen, wer denn eine ganz entscheidende Person in seinem Leben war, neben seinem Herrn, dann wird der Barnabas nicht weit von dem entfernt sein, was er antworten wird. Das ist etwas, an dem sich der Apostel wahrscheinlich sein Leben lang erinnert hat, wie Barnabas in einer Zeit, wo niemand zu ihm stehen wollte, zu ihm gestanden hat. Und was ist aus diesem Saulus geworden? Und derselbe Apostel Paulus schreibt den Thessalonichern in 1. Thessalonicher 5, Vers 14: "Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig zu allen." Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Das hatte er selbst erfahren und das konnte er auch mit Gottes Geist den Thessalonichern empfehlen. Aus Saulus wurde Paulus, ein Missionar, der alles riskierte. Man könnte fast mit dem Hebräerbriefschreiber sagen, einer, dem die Welt nicht wert war. Aber der Barnabas war nicht nur für den Saulus wertvoll und eine Schlüsselperson. Er war das auch für die Gemeinde in Antiochia. Lasst uns mal weitergehen in der Apostelgeschichte zum Kapitel 11. Die Gemeinde in Antiochia wuchs. Und zuerst waren nur Juden dort, die an den Herrn Jesus Christus glaubten und sich versammelten. Und später kamen dann halt auch noch aus einigen anderen Ländern Menschen aus den Nationen dazu. Das war, wenn ihr so wollt, die erste Gemeinde, wo Juden und Nationen zusammen den Herrn Jesus lieb hatten, sich versammelten zu ihm und Gemeinschaft miteinander hatten. Und in Jerusalem hörte man davon und sie sandten ihren besten Mann. Sie sandten Barnabas. Das lesen wir in Vers 22, Apostelgeschichte 11, Vers 22. Die Kunde über sie, also über die antiochische Gemeinde, die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus. Ich denke, sie hätten keinen besseren senden können. Sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Der, Vers 23, als er hingekommen war
und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Er kam nach Antiochien, er sah die Gemeinschaft da und er freute sich, als er die Gnade Gottes wirken sah. Es machte ihm Freude zu sehen, wie Gott wirkt und wie Gott Menschen verändert und wie Juden und Nationen, die vorher einander, ich hätte fast gesagt Spinnefeind waren, zusammen singen konnten, zusammen beten konnten, Gemeinschaft haben konnten mit ihrem Haupt, mit dem Herrn Jesus Christus. Und er mahnte dann alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren, wirklich ihr ganzes Herz dem Herrn zu geben und zu sagen, ja Herr, hier bin ich, gebrauche mich. So wie Barnabas das getan hat am Anfang seines Dienstes, als er alles verkauft hat, um zu zeigen, Herr, ich möchte alleine von dir abhängig sein. Ermutigung ist ein Mittel, mit denen Gott nicht nur unser persönliches Leben formt, sondern auch die Gemeinde. Ermutigung ist ein Mittel, mit denen Gott nicht nur unser persönliches Leben formt, sondern auch die Gemeinde. Wie wurde dein Leben durch Ermutigung geprägt? Denk mal ganz kurz darüber nach. Wo bist du ermutigt worden und wie hat dich das geprägt? Wie hat sich das in der Gemeinde widerspiegeln können? Ich denke, dass wenn wir ermutigt werden, hat das nicht nur Einfluss auf unser geistliches Leben, sondern mit meinem geistlichen Leben bin ich ja schon wieder mit so vielen anderen Menschen verbunden, auch in dieser Gemeinde. Zuerst mit meiner Familie, meine Frau, meine Kinder, die merken, ob ich mit dem Herrn gehe und lebe oder nicht. Aber auch mit meinen Freunden, mit Geschwistern, mit denen wir oft zu tun haben. Wir haben so viel Einfluss und wir sind alle Glieder eines Leibes und der Herr Jesus ist das Haupt. Und wir beeinflussen uns gegenseitig und Ermutigung tut uns gut und wir können damit auch anderen gut tun. Denk mal darüber nach, wer dich ermutigt hat und wie das geschah. Und dann möchte ich dich gerne fragen, hast du dafür schon gedankt? Und war das etwas, wo du sagst, kann ich mir mitnehmen, kann ich von lernen? Kann auch dem anderen helfen. Als Judith und ich hier am Anfang in die Gemeinde kamen, war der Frieda oft derjenige, der auf mich zukam. Bei der Judith werden das Schwestern gewesen sein. Bei mir war es der Frieda, der oft auf mich zukam und sagte, schön, dich zu sehen. Und das war nicht nur eine Floskel. Ich merkte das dem Friedrich an, dass ihm das ernst war, dass das nicht nur so dahergeredet war. Schön, dich zu sehen. Ganz einfacher Satz, hat mir aber gut getan und mich auch geprägt. Nicht anstrengend, so etwas zu sagen, wenn man es meint, und trotzdem schön für den anderen und ermutigend. Und wir dürfen so beten, dass der Herr Jesus uns zu erkennen gibt, wem Ermutigung jetzt gerade, ja, wer die Ermutigung nötig hat. Und wir dürfen ihn auch bitten, dass er uns die Kraft schenkt, andere zu ermutigen. Einer, der das auch getan hat und immer wieder, und ich werde nicht müde, diese Biografie zu empfehlen von Robert Cleaver Chapman, war dieser Mann. Und von ihm wird berichtet, jetzt muss ich das gerade suchen, hier ist es, auf der Seite 78 steht das, dass in den Jahren 1840 bis 1850 mehrere christliche Organisationen bemüht waren, das Evangelium nach Spanien zu bringen, unter anderem auch die British and Foreign Bible Society, mit der Chapman in Kontakt stand. Und dann heißt es hier weiter, das Evangelisieren durch einheimische Spanier unterdrückte die Regierung, also die spanische Regierung, jedoch weiterhin in aggressiver Weise. In dieser Zeit erweckte der Herr einen jungen spanischen Evangelisten, Manuel Matamoros, der inhaftiert wurde, weil er viele Menschen zu Christus geführt hatte. Als Häftling zog er nun weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Das ursprüngliche Urteil, 9 Jahre Zwangsarbeit auf den Galeeren, wurde aufgehoben und man verbannte ihn stattdessen in die französische Stadt Bayonne.
kurz hinter der Grenze nach Frankreich. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Chapman korrespondierte mit dem im Exil lebenden Matamoros, ermutigte ihn, besuchte und tröstete ihn auf seiner nächsten Reise nach Spanien. Chapman ist öfters nach Spanien gereist, um dort Gemeinden zu besuchen und sie zu ermutigen. Indem er diesen Mann tröstete und ermutigte, tröstete er gleichzeitig und ermutigte er viele Gemeinden in Spanien. Und lasst uns das nicht unterschätzen, Geschwister. Wir haben Kontakt zu unseren Verwandten, die vielleicht in anderen Gemeinden gehen. Wir kennen Arbeitskollegen, die in anderen Gemeinden gehen. Und was wir ihnen sagen, wie wir uns verhalten und ob wir sie mal ermutigen, ihnen Trost spenden, hat nicht nur Einfluss auf ihr Leben, sondern auch auf das Leben der Gemeinde. Und so kann sich Segen tatsächlich weit verbreiten, den wir spenden können. In Hebräer 3, Vers 13 heißt es, ermuntert euch selbst an jedem Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Auch davor schützt Ermunterung, solange es heute heißt, solange der Herr Jesus noch nicht wiedergekommen ist, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Ermunterung tut uns gut und wir brauchen Ermunterung. Und das hilft nicht nur dem Einzelnen, wie dem Saulus, der zum Paulus wurde und für sein Werk sein Leben riskierte mit Gottes Kraft, oder für das Werk Gottes vielmehr sein Leben riskierte und mit Gottes Kraft, sondern es hilft auch der Gemeinde Gottes hier auf Erden. Und die letzte Person, die wichtig war für den Barnabas und wo er nicht locker ließ, das war der Johannes Markus. Lasst uns mal Apostelgeschichte 15 noch aufschlagen. Barnabas und Paulus waren nach Jerusalem gekommen, um eine Frage zu klären, nämlich ob man beschnitten werden musste, um gerettet zu werden. Und Barnabas und Paulus trugen dazu bei, dass diese Frage einmütig beantwortet werden konnte und dass Freude in Antiochien entstand, wo diese Frage aufgekommen war. Und die Antwort lautete natürlich nicht, allein der Glaube ist entscheidend, um ewiges Leben zu bekommen, um errettet zu werden. Und dann überlegte Paulus bei sich selbst noch einmal und wurde vielleicht auch vom Heiligen Geist dazu getrieben, auf eine zweite Reise zu gehen. Und er sprach Barnabas darauf an. Und Barnabas wollte gerne den Markus mitnehmen. Und dann heißt es in Vers 38, Kapitel 15, Vers 38, Paulus aber hielt es für recht, den, also Johannes Markus, nicht mitzunehmen, der sich in Pamphylien von ihnen getrennt hatte und nicht mit ihnen zu dem Werk gegangen war. Sie hatten ihn mitgenommen auf die erste Missionsreise, können wir in Apostelgeschichte 13 nachlesen. Und wir erfahren den Grund nicht, aber Johannes Markus hatte sich während dieser Missionsreise relativ am Anfang noch von ihnen getrennt. Und aus diesem Grunde fiel es Paulus schwer, Johannes noch einmal mitzunehmen. Vielleicht hat er gedacht, ich kann mich auf ihn nicht verlassen. Das ist mir zu unsicher mit ihm. Und darüber entstand sogar eine Erbitterung. Das lesen wir auch in Vers 39. Aber Barnabas hielt an Johannes Markus fest. Und jetzt versetzt euch mal einen Augenblick mit mir in das Gemüt von Johannes Markus. Da war ein Mann, der einen Fehler gemacht hatte, dem vielleicht die Kraft ausging, der es beim ersten Mal nicht so geschafft hat. Und Paulus sagt, nee, mit dem nicht. Und er hatte seine Gründe und die sind auch nachvollziehbar. Ich möchte also gar nicht Paulus gegen Barnabas ausspielen. Ich möchte nur, dass ihr euch mal in den Johannes Markus hineinversetzt. Und Barnabas sagt, aber mir ist der Johannes Markus wichtig, ich würde den gerne mitnehmen wollen. Darüber kommt es zu Verbitterung. Die Bibel berichtet das recht sachlich. Das ist vielleicht nicht gut, dass die beiden sich da nicht anders das nicht anders gelöst haben. Und trotzdem kann der Herr noch Segen schenken. Aus einem Team werden auf einmal zwei Missionsteams, die in die Welt hinausreisen. Und Barnabas nimmt den Johannes Markus mit. Und wie gut wird das dem Johannes Markus getan haben?
wie wird sein Herz sich gefreut haben, dass dieser Barnabas, der am Anfang seines Dienstes noch auf der Seite auch von Saulus gestanden hat und dem Saulus beigestanden hat, in einer etwas anderen Situation jetzt zu ihm stand und ihn mitnimmt auf die zweite Missionsreise. Und das Leben von Johannes Markus wurde dadurch berührt und verändert. Wie gehen wir, wie gehst du, wie gehe ich mit Menschen um, die uns einmal oder auch mehrmals enttäuscht haben? Wie schnell habe ich Menschen in Schubladen abgelegt, was ich nicht tun möchte? Geben wir ihnen eine zweite Chance, eine dritte oder vierte oder fünfte oder sechste? Oder schreiben wir sie ab? Vielleicht ist eine Frage noch viel interessanter. Wie geht Gott mit uns um, wenn wir versagt haben? Wie ist Gott mit mir umgegangen, als ich versagt habe? Wie geht meine Frau mit mir um, wenn ich versage? Und hier können wir einfach lernen von dem Barnabas. Ihm war der Johannes Markus, die Person, sehr, sehr wichtig. Und schaut mal, am Ende seines Dienstes sagt der Apostel Paulus in 2. Timotheus, dem Timotheus, und bitte nimm Markus mit, bring ihn mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das konnte der Apostel Paulus am Ende eines Lebens sagen. Und vielleicht wird er geschmunzelt haben, wenn er an die Begebenheit in Apostelgeschichte 15 zurückgedacht hat, wo sie sich noch über ihn gestritten hatten. Aber, so denke ich, durch den Barnabas und die Ermutigung und das Festhalten an dem Johannes Markus und diese Sicht auf das Herz auch des Johannes Markus und was es für ihn bedeuten würde, ihn doch noch einmal mitzunehmen, wurde der Markus nützlich zum Dienst. Und wir haben auch das Evangelium nach Markus von unserem Herrn Jesus Christus, der noch einmal einen ganz anderen Blickwinkel auf unseren Herrn wirft. Wie wertvoll wird in Gottes Augen dieser Dienst von Barnabas sein, von dem wir nur ein paar Verse in der Bibel haben und der doch so viele Menschen positiv beeinflusst hat. Und ich wurde an einen Film erinnert, der nennt sich The King's Speech oder die Rede des Königs. Da geht es um den König George VI. Der wurde in einer Zeit König, als sein Bruder abdanken musste, als das Radio aufkam, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser König hatte ein Problem, gerade auch bei Radioansprachen. Der stotterte. Und seine Frau und er versuchten alles, um dieses Stottern wegzubekommen, ja, dass er in der Lage war, eine Rede zu halten, auch im Radio. Und mich hat besonders bewegt, wie seine Frau, die hieß Elizabeth, das ist die Mutter von der jetzigen Queen, wie die zu ihrem Mann stand und ihn immer wieder ermutigt hat, auch wenn er Sachen nicht geschafft hat und ihm immer wieder dazu geraten hat, komm, versuch's noch einmal und lass uns das noch tun und gib jetzt nicht auf. Und wie sie am Ende dran geblieben ist. Und dieser König wurde wichtig für England und hat, denke ich, einen guten Dienst getan, auch gerade in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Er blieb in Buckingham Palace, auch als London unter Beschuss stand. Und ich denke, die Engländer verehren ihn noch immer auch dafür. Die Ermutigung eines Freundes oder eines Ehepartners kann einen großen Unterschied machen. Und die Ermutigung hier für Johannes Markus, ihn mitzunehmen, obwohl er einmal versagt hat auf einer Reise, machte für Johannes Markus einen großen Unterschied. Er wurde nützlich zum Dienst. Das heißt in Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Bedrängnis wird er geboren. Wie gut ist es, wenn wir einen Bruder haben oder eine Schwester, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir Fehler gemacht haben, die zu uns stehen und die uns gut tun und ermutigen. Ich möchte nochmal zurückkommen zu Albrecht und Elfriede. Elfriede, die
heimgehen durfte, jetzt bei ihrem Herrn ist und vereint ist auch mit Albrecht. Das waren ganz, ganz treue Beter, die komplette Straßenzüge durchgebetet haben. Und die haben damit ebenfalls ermutigt. Als sie mir das erste Mal erzählen, wie sie beten, auch in der ersten Stunde und wofür sie beten, aber dann auch, dass sie Straßenzüge durchbeten, hatte ich Tränen in den Augen. Sie waren ganz demütig und trotzdem waren das ganz, ganz fleißige Diener Gottes, die das getan haben, was sie tun konnten, in aller Stille. Sie waren demütig und sie haben andere ermutigt. Mich hat der Albrecht schon angerufen oder auch die Elfriede nach Diensten und hat mir einfach ein paar mutmachende Worte gesagt. Wie gut war das? Das hat nicht nur mir gut getan, ich hoffe, das war auch gut für die Gemeinde. Und ich weiß, dass sie das bei anderen auch getan haben. Wer übernimmt diese wichtige Aufgabe, die Albrecht und Elfriede jetzt nicht mehr tun müssen? Und wir haben es jetzt bei dem Herrn viel, viel besser. Aber diese Aufgabe ist so wichtig, die wir im Stillen tun können. Der Barnabas hatte kein Problem damit, die zweite Geige zu spielen. Er hatte kein Problem damit, als auf der Missionsreise Saulus zum Paulus wurde und immer mehr auch die Führung übernahm. Er hatte überhaupt kein Problem damit, auch in Antiochien, in dieser Gemeinde, obwohl sehr viele dort zum Glauben kamen, als er dort war, den Saulus noch zu suchen und ihn aufzusuchen und mit ihm zusammen dann ein Jahr in Antiochien zu lehren. Der Saulus hatte kein Problem damit, zweite Geige zu sein. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass auch wenn ihr meint, euer Dienst wird nicht gesehen oder niemand sieht, was ich tue oder dass ich den Besuchsdienst gemacht habe oder das eingekauft habe für die Schwester, dass das so wichtig ist und dass wir erst im Himmel erfahren werden, wie gut das dem Einzelnen, aber auch der Gemeinde Gottes getan hat. Und das Schöne ist, dass wir das nicht aus uns heraus tun müssen. Wir können es auch gar nicht. William MacDonald hat einmal gesagt, renne und lebe, befiehlt das Gesetz, doch gibt es mir weder Beine noch Hände. Also renne und lebe, befiehlt das Gesetz, aber ich habe nichts, um es erfüllen zu können, weil ich weder Beine noch Hände habe. Und jetzt kommt's. Und dann sagt er, weit bessere Nachricht bringt das Evangelium. Es fordert mich auf zu fliegen und schenkt mir die Flügel dazu. Weit bessere Nachricht bringt das Evangelium. Es fordert mich auf zu fliegen und schenkt mir die Flügel dazu. Mit dem Herrn Jesus. Und wenn wir so beten, dass der Herr uns auch einen Blick gibt für den Nächsten und dass er uns Menschen in den Weg stellt, denen wir Gutes tun können, die wir ermutigen können, die wir trösten können, denen wir helfen können in der Not, schenkt er uns dann auch die Kraft dazu, sodass wir ihn verherrlichen können. Und das wünsche ich uns für die nächste Woche, aber auch für die nächsten Wochen, dass wir daran mehr denken, nicht so sehr auf unsere Gefühlslage schauen, sondern mehr auf den Herrn Jesus und auf Menschen, die er verändern konnte und die durch ihn nützlich wurden, wie der Barnabas, ein Sohn des Trostes wurde. Wie schön wäre das, wenn wir alle Söhne und Töchter des Trostes oder der Ermutigung sein könnten. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dieses wunderbare Beispiel von Barnabas, das wir in deinem Wort finden können. Wir wollen dir Danke sagen, dass Barnabas uns so oft an dich erinnert, wie du mit Menschen umgegangen bist, wie du Menschen gesehen hast, wie du Menschen nicht losgelassen hast, wie du tiefer geblickt hast und dich um den Einzelnen gekümmert hast. Und wir möchten dich bitten, Herr Jesus, für unser Leben. Hilf uns. Stell uns Menschen in den Weg, die wir ermutigen können, denen wir helfen können. Und schenk doch uns auch die Kraft dazu, dann das auch zu tun, damit du verherrlicht wirst, Herr, und damit wir dir ähnlicher werden. Und hab Dank, Herr,
dass du uns auch die Kraft dazu schenken möchtest. Wir loben dich dafür. Amen.